Ja, wir sind jetzt auf dem Weg ins Mekong Delta. I see the view from the beach. Have you ever seen before? Don't worry, today when you go to the beach front, you can see it. Erster Stopp unserer heutigen Tagesfahrt bzw. Kaffeefahrt ins Mekong-Delta ist ein buddhistischer Tempel. Unser Guide ist recht aufgeweckt, würde ich das mal nennen. Er hat uns jetzt ein bisschen im Bus schon erzählt, was hier alles so los ist und auch ein paar so vietnamesische Eigenheiten erklärt. Und wir sind so eine Gruppe mit 20 Leuten, würde ich sagen. Also ja, eigentlich ein ganzer Bus. Große Gruppe, ja. Genau, und jetzt ist hier so quasi der Auftakt, wo wir jetzt eine halbe Stunde haben, um diesen Tempel zu erkunden. Er hat irgendwie gesagt, es ist so eine Mischung aus chinesischer und französischer Architektur und ein bisschen vietnamesisch vielleicht nur. Und es gibt hier mehrere so Buddha-Statuen. Auch eine ganz dicke. Genau, die ist Happy, also das Happy Buddha. Es gibt auch das hier ist Female Buddha. Also Lady Buddha hat es geheißen. Lady Buddha. Eigentlich gibt es ja keine Frauen im Buddhismus, aber das ist irgendwie... Das wird in Asien eh nicht so genau genommen. Das ist irgendwie Protection und so Zeug halt. ich glaube architektonisch ist das wirklich gar nicht so schlecht hier. Und dann wir schauen uns mal an. Wir schauen es uns jetzt einfach an und schauen uns da um. Und ich glaube, wir tasten uns dann immer weiter vor Richtung Fluss. Beziehungsweise wir fahren dann auch größtenteils mit dem Boot auf dem Fluss, also auf dem Mekong. Und klappern dann auch so ein paar Inselchen ab. Was eigentlich interessant ist, wir sind jetzt gerade in der Stadt My Tho. Das wäre auch so eine Option gewesen, wo wir überlegt haben, hier vielleicht ein paar Tage zu bleiben. So auf den ersten Blick bin ich ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben. Es ist jetzt eine relativ, ist kein kleines Dorf, aber es ist jetzt auch nicht die allerschönste Stadt, die wir bisher gesehen haben. Von daher, glaube ich, reicht das Ganze per Tagestour. Ja, ich denke auch. Ich glaube, es ist auch einfach nicht so normal, dass man jetzt irgendwie sagt, man bleibt hier Tag. Also es gibt auch Touren, die 2 oder 3 Tage gehen, wo man dann sozusagen irgendwo übernachtet. Aber meistens fährt man dann da bis Kanto, die größte Stadt im Mekong-Delta. Und ja, ich glaube, das ist dann noch ein bisschen was anderes. Auf zu den Buddha-Statuen. Ja, und schon sind wir nach 5 Minuten Busfahrt jetzt am Mekong angekommen. Also hier im Hintergrund müsste der Mekong River sein. Und jetzt werden wir dann gleich auf ein Boot verladen. Der macht schon Stress.
Wir sind jetzt auf der Unicorn Island und haben hier jetzt so eine Honigverkostung gemacht. Ja, wird hier irgendwie, also auf dieser Insel ist es wohl das Besondere. Ja, und dann geht es auch wieder weiter schon zur nächsten Insel. Wir haben jetzt Kakao zum Essen bekommen. Schmeckt ein bisschen wie Mangosteen. Also man isst nur das weiße Fleisch und nicht den Kern. Der wird dann zu Kakao. Jetzt wird uns gezeigt, wie Schokolade hier gemacht wird. Das ist dann immer so der Nachteil so von so Touren. Da werden halt dann die Schlangen in den Käfigen gehalten, da wo man dann Fotos mit denen machen darf. Ja, aber solange die Leute halt davon begeistert sind, wird sich das nie ändern. So, zu Fuß verlassen wir jetzt dieses Dorf wieder, nachdem wir jetzt noch eine kleine musikalische Einlage beim Essen der Früchte erhalten haben. Und jetzt geht's ja weiter. Ich weiß gar nicht genau wohin. Herr Tuk Tuk.
We just choose the old coconut, you see right there, half a year to 1 year. Because they use this one for the man, we use the hand to open it. We drop like this. Yeah. I see how we open it. How about a woman? The woman, they will use the teeth. They bite and take up. Wow. Yeah, you see, I spend a lot of the power, just like this. It will dry very fast and it's hard for eating about 3 to 5 minutes. That's enough. Yeah. And after 3 or 5 minutes, you see, we have the coconut. Okay, everyone, you see, we have 7 flavors called coconut candy. First one is the white one. Nächster Stopp der Kaffeefahrt: Kokosnussbonbons herstellen. Also, Coconut Candy heißt es hier. Und also man sieht es jetzt im Hintergrund so ein bisschen, da verpacken sie es dann auf. Ja, und ja, irgendwie kriegt man da gleich Lust, selber ein bisschen zu backen oder irgendwas herzustellen. Und man darf es auch probieren, war eigentlich sehr gut. Es sind echt sehr gut, also kann man durchaus sich mal ein wenig durchprobieren durch das Ganze. Ja, es gibt dann auch Kekse oder irgendwie so andere Sachen noch, aber echt ganz cool. Und man kann natürlich auch was einkaufen. Und für den richtigen Touri-Abschlussgenuss gibt es jetzt vor dem Essen noch Snake-Wein zum Probieren. Da werden dann die Schlangen in halt Reiswein eingelegt, jahrelang. Und kommt natürlich hier sehr gut an. Haben jetzt gerade unser Mittagessen beendet. War wirklich gut. Wir hatten die einzigen 2 vegetarischen Portionen. Also wir sind ja 20 Leute und sonst ist keiner vegetarisch. Also hatten wir so ein extra Menü mit Reis, mit Gemüse, Morning Glory und ja, so eine Gemüsesuppe noch irgendwie. Ja. War gut. Ja, war echt gut. Achtung, Ast. Genau, und jetzt laufen wir so einen Weg noch auf dieser Insel jetzt entlang. Man könnte auch mit dem Fahrrad fahren und einfach so ein bisschen die Gegend anschauen. Und um 2.20 Uhr ist wieder Treffpunkt am Restaurant. Vorne am Restaurant. Und dann geht's zurück mit dem Boot aufs Festland und dann mit dem Bus zurück nach Ho Chi Minh. Tourfazit jetzt oder später? Ja, jetzt doch gleich, oder? Fazit: Es ist eine sehr günstige Tour. Die kostet 21 genau, Euro pro Person. Und das merkt man natürlich auch. Also klar, man wird von einem Ding zum nächsten gefahren, wo man irgendwelche Sachen kaufen soll. Und aber man wird auch nicht gedrängt oder so. Genau. Es ist eigentlich recht. Also ich finde es auch gut mit so vielen Leuten, weil dann verteilt sich der Kaufsdruck ein wenig. Ja, genau. Und man sieht aber auch einiges. Also man bekommt einen guten Eindruck vom Mekong Delta, wenn man sich darauf einlässt und eben zwischen diesen Aktivitäten ein bisschen durchschaut. Dann finde ich, lohnt sich die Tour auf jeden Fall. Ja, natürlich ist es vielleicht, oder wenn man jetzt sagt, man will halt viel mehr noch auf dem Fluss sein oder so, ja, das, aber man kann halt eigentlich einfach nur drauf rumfahren und ich denke, ja, ich glaube, die meisten Leute finden das schon auch ganz gut, so diese anderen Aktivitäten. Also ich würde auch sagen, dass die hat sich auf jeden Fall rentiert. Unterm Strich war es für uns eine gute Option, finde ich. Ja, finde ich auch. Und mittlerweile sind wir ja schon etwas geübt in Touren
Und wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann glaube ich, ist das auch nochmal gar nicht so schlecht und ein Stück weit hilfreich. Ja, und wir kennen halt auch jetzt zum Beispiel so landschaftlich, ist halt hier auch so ein bisschen, ja, Dschungel, es sind da viele Palmen und so. Aber das ist ja für uns jetzt nichts mehr ganz Neues, aber immer noch total schön. Und deswegen, also ich glaube, es ist schon ein gutes Gesamtpaket. Passt. Ciao, ciao.